Aus den Erinnerungsblättern des Josef Goebbels, geschrieben 1924. Ich wurde am 29. Oktober 1897 in Reit geboren, einem damals aufstrebenden Industriestädtchen am Niederrhein in der Nähe von Düsseldorf. Der Vater Fritz ist Handlungsgehilfe mit 150 Mark Monatsgehalt. Um 1900 kauft der Vater ein eigenes, kleines, unscheinbares Haus, etwas weiter die Dahlener Straße hinaus, in dem wir heute noch wohnen. Blick auf den kleinen Hof hinter dem Wohnhaus. Im Hintergrund der Lieblingsplatz des jungen Josef Goebbels. Die Volksschule in der Josef-Goebbels-Straße, in der junge Josef Goebbels seine ersten Schuljahre verbrachte. In Erinnerung ist mir eine langwierige Krankheit, eine Lungenentzündung mit grausigen Fieberfantasien, aus der ich nur noch als schwächliches Kerlchen herauskam. Dann steht vor mir ein Sonntag, an dem wir mit der Familie einen großen Spaziergang nach Geistenbeck machten. Am anderen Tag auf dem Sofa bekam ich mein altes Fußleiden. Wahnsinniger Schmerz, lange Behandlung, der Fuß ist fürs Leben gelähmt. Jugend von da ab ziemlich freudlos. Ich wurde auf mich angewiesen und konnte mich nicht mehr bei den Spielen der anderen beteiligen. Wurde einsam und eigenbrötlerisch. Meine Kameraden liebten mich nicht. Auf der Straße nach Rheindahlen, einem beliebten Ausflugsort der Reitereinwohner, besonders zur Kirmeszeit. '15 bis 1918, Liebe zu Lene Krage. Erster Kuss auf der Gartenstraße, stark sinnlich. Lene ist eigensinnig, mit ihr viel Qual. Ich beginne ein Tagebuch. Viele Gedichte, alles verloren gegangen. Die Kameraden sind mir entfremdet. Nur noch mit Lene, wunderbare Jungenseligkeit. Dann schlimmes Hungerjahr von 1917. Wir werden schon durchkommen. Abschied von Lene, nachts im Kaiserpark eingeschlossen. Ich küsse zum ersten Mal ihre Brust. Sie wird zum ersten Mal zum liebenden Weib. Bank- und Börsenwesen, Industrie- und Börsenkapital. Mein Blick klärt sich durch die Not. Verzweifelte Gedichte, das Judentum. Ich denke über das Geldproblem nach, geistige Klärung, Bayern, Hitler. Lektüre, Thomas Mann und Heinrich Mann, der Untertan. Dostojewskis Idiot. Von größtem Eindruck. Revolution in mir. Pessimismus gegen alles. Köln ein Ekel, die Bank eine Sinnlosigkeit. Gehalt gleich null, nicht mehr auszuhalten. Ich beschließe, mich krank zu melden. Juli 1924. Uns fehlt in Deutschland eine starke Hand. Schluss machen mit Experiment und Phrase, anfangen mit Ernst und Arbeit. Das Judenpack, dass ich dem verantwortlichen Gedanken der Volksgemeinschaft nicht fügen will, an die Luft setzen. Auch verhauen. Deutschland sehnt sich nach dem einen, dem Mann, wie die Erde im Sommer nach dem Regen. Uns rettet nur noch die letzte Sammlung der Kraft, Begeisterung und restlose Hingabe. Das sind ja alles Wunderdinge. Aber kann uns nicht nur noch ein Wunder retten? Juli 1924. Ich bin so mutlos dem täglichen Leben gegenüber. Alles, was ich beginne, geht schief. Ich komme hier nicht aus diesem Kaff heraus, als ob mir die Flügel beschnitten wären. Das macht so saft- und kraftlos. Ich habe bis jetzt noch keine rechte Lebensaufgabe gefunden. Manchmal des Morgens habe ich Furcht davor aufzustehen. Nichts erwartet mich. Konditorei Remges, die Dr. Goebbels in seiner Primaner Zeit gern besuchte. Seine Stammplätze.
In der Josef-Goebbels-Straße. Meinem Leben fehlt die Konzentration und die Sammlung. Ich irre und schwärme im Universum umher. Das Geld, das ich nicht habe, drückt mich nieder. Unseliges Verhängnis. Was nützt das Zeitungskauen? Man wird nur dümmer und blöder dadurch. Die Politik verdirbt mich. 27. September 1924. Mein Ruf als Redner und politisch-kultureller Schriftsteller geht durch die Reihen der Anhänger des nationalsozialistischen Gedankens im ganzen Rheinland. Heute Abend muss ich in Neuss reden. Ich bereite mich nie vor. Aus dem Stegreif zu sprechen, ist nicht halb so schwer, wie ich gedacht hatte. Aber man muss dazu, wie zu allem, Übung haben. Und die hole ich mir jetzt in diesen kleinen Anhängerversammlungen. Kurz und gut, ich kann mit meiner Lebensaufgabe zufrieden sein. Ich arbeite gern und habe Freude an dieser Art Arbeit. Ich suche das neue Reich und den neuen Menschen. Die finde ich nur im Glauben. Der Glaube an die Mission in uns führt uns zum letzten Siege. Heil. 13. April 1926. Abends Ankunft München. Hitlers Auto ist da. Zum Hotel. Welch ein nobler Empfang. Ich spreche im historischen Bürgerbräu. Kaufinger Straße, Frauenkirche, erschütternde Gotik. Ins Bratwurstglöckle, Würste und Bier. Münchener Leben. Spießig nett. Eine köstliche Stadt. Die Sonne scheint darauf. Ins Hotel zurück. Hitler hat angerufen, will uns begrüßen. In einer Viertelstunde ist er da. Groß, gesund, voll Leben. Ich hab ihn gern. Er ist beschämend gut zu uns. Wir kommen aneinander. Wir fragen. Er antwortet glänzend. Ich liebe ihn. Soziale Frage, ganz neue Einblicke. Er hat alles durchgedacht. Sein Ideal, gemischter Kollektivismus und Individualismus. Produktion, da schaffend, individualistisch. Konzerne, Trusts, Fertigproduktion, Verkehr etc. alles sozialisiert. Darüber lässt sich reden. So ein Brausekopf kann mein Führer sein. Ich beuge mich dem Größeren, dem politischen Genie. Juni 1926. Hitler, der alte, liebe Kamerad. Man muss ihn als Mensch schon gerne haben. Und dazu diese überragende geistige Persönlichkeit. Als Redner ein wundervoller Dreiklang zwischen Geste, Mimik und Wort. Der geborene Aufpeitscher. Mit dem Mann kann man die Welt erobern. Lasst ihn los und er bringt die korrupte Republik ins Wanken. Oktober 1926. Klauen. Dort liegt ein Brief von Hitler. Berlin ist perfekt. Hurra, nun geht's in einer Woche in die Reichshauptstadt. April 1928. Gestern in Friedenau geredet. Scheiß vornehmes Bürgerpublikum. Aber ich habe mich langsam und sicher durchgesetzt. Abends noch eine Reihe von Überfällen. Ich sehe Eisensteins Film 10 Tage, die die Welt erschütterten. Zu stark forciert und deshalb um seine besten Szenen gebracht. Einige Massenaufnahmen sehr gut. Das ist also Revolution.
Man kann von den Bolschewisten, vor allem im Anfachen, in der Propaganda, viel lernen. Der Film ist zu sehr Partei. Weniger wäre mehr. 17. Mai 1928. Ich fahre mit der SA über Land. Ein herrlicher Himmelfahrtstag. Von der Pichelsdorfer Brücke geht's los, über Spandau, Neuendorf, Tegel. Bis dahin alles gut. Dann Müllerstraße in den Wedding hinein. Ein herrlicher Marsch. Die ganzen Straßen umsäumt von Roten, ein ohrenbetäubendes Johlen und Pfeifen. Und unsere Leute marschieren voran. Sturmriemen herunter, eine Heldenschar ohne zu wanken und zu weichen. Mit diesen Burschen werden wir einmal die Welt erobern. Mai 1928. Unsere neue Geschäftsstelle ist im Werden. Wir sind alle fleißig bei der Arbeit. Morgen bekomme ich meine Freikarte für die Reichsbahn. Dann kann der Spaß losgehen. Ich sitze zu Hause und arbeite. Ich fühle jetzt erst, wie müde ich bin. Ich habe Sehnsucht nach einer gütigen Frauenhand. Oktober 1928. Was ist uns heute das Christentum? Nationalsozialismus ist Religion. Es fehlt nur noch das religiöse Genie, das alte, überlebte Formen sprengt und neue bildet. Der Ritus fehlt uns. Nationalsozialismus muss auch einmal Staatsreligion der Deutschen werden. Meine Partei ist meine Kirche. Und ich glaube, dem Herrn am besten zu dienen, wenn ich seinen Willen erfülle und mein unterdrücktes Volk von den Sklavenketten befreie. Das ist mein Evangelium. Oktober 1928. Ich habe keinen Freund und keine gute Frau. Es ist mir, als stände ich in einer großen geistigen Krise. Mit meinem Fuß die alten Beschwerden. Ewig Schmerzen und Unannehmlichkeiten. Dazu das Geschwätz der Übelwollenden, ich sei ein 175er. Hetzer gehen um und suchen die Bewegung zu sprengen. Ich stehe in einem dauernden Kleinkampf. Es ist zum Verzweifeln. 5. April 1929. Wir haben noch zu viele Spießer in der Partei. Der Münchner Kurs ist zuweilen unerträglich. Ich bin nicht bereit, einen faulen Kompromiss mitzumachen. Ich werde, und wenn es meine persönliche Position kosten soll, den geraden Weg gehen. Ich zweifle manchmal an Hitler. Warum schweigt er? Die Opportunisten wollen die Früchte pflücken, bevor sie reif sind. Es hat in den SA-Gruppen schon ernsthafte Verwirrungen gegeben. Ich möchte manchmal aufbrüllen vor Wut, dass nun das kaputt gehen soll, was wir alle unter so großen Opfern aufgebaut haben. Vor 10 Jahren scharte sich eine Handvoll entschlossener Nationalsozialisten um ihren neuen Gauleiter von Berlin. Unter seiner Führung begann der Kampf um die rote Reichshauptstadt. Zäh und verbissen, auf fast verlorenem Posten, setzte sich die alte Garde gegen den Terror der Systemregierung und des bolschewistischen Untermenschentums durch. 2. Mai 1929. Barrikadenkämpfe in Wedding und Neukölln. 9 Tote, 100 Schwerverletzte, 1000 Verhaftungen. Straßenkämpfe und offener Bürgerkrieg. Die KPD geht aufs Ganze. Im Reichstag heute Nachmittag großer Tumult. SPD-Abgeordneter Künstler verprügelt. Zum Schluss singen die Kommunisten die Internationale. Im Wedding toben schon wieder die Straßenschlachten. Das ist die fest verankerte Republik. Es ist zum Heulen. Es wird nicht besser werden, bis dem Gesindel einmal die Zähne gezeigt werden. Wann kommt unser Tag? 1. August 1929. Der Parteitag hat begonnen. Unten zieht schon singende SA auf. Das Neueste, ich soll in Berlin niederlegen und nach München übersiedeln als Propagandachef. Man will mir die wirkliche Macht nehmen und dafür eine Scheinmacht geben. So seht ihr aus.
Ich werde heute Mittag den Chef interpellieren. Ich glaube nicht, dass er auch so denkt. Wenn doch, dann lege ich den ganzen Kram nieder. Ich bin mir zu gut für den Spüljungen der Partei. Aber was soll das mäkeln? Draußen ziehen singende SA-Truppen. Das Wetter macht sich herrlich. 1. März 1930. Heute Nachmittag tragen wir Horst Wessel zu Grabe. Jede Ansammlung auf der Straße ist verboten. Die Polizei geht mit zynischer Offenheit gegen uns vor. Die KPD ruft zu Gegendemonstrationen auf. Die SA versammelt sich auf dem Friedhof. Hitler kommt nicht. Ich habe ihm die Lage telefonisch durchsagen lassen. Und er sagte tatsächlich ab. Naja. Innenminister Jasinski ist gestern zurückgetreten. Aufgrund unserer Angriffe. Bravo. Ein Schwein zur Strecke gebracht. März 16, 1930. München inklusive Chef hat bei mir allen Kredit verloren. Ich glaube ihnen nichts mehr. Hitler hat mir, aus welchen Gründen, das ist egal, 5-mal das Wort gebrochen. Das ist eine bittere Erkenntnis und ich ziehe daraus innerlich meine Schlüsse. Hitler verbirgt sich, er fasst keine Entschlüsse, er führt nicht mehr, sondern er lässt die Dinge treiben. Ich war bis zum Ausbluten loyal. Aber man kann nicht von mir verlangen, dass ich mir durch Strasser meinen Gau stehlen lasse. September 1930. Der Wahlerfolg ist unsicher. Ich schätze in Berlin etwa 250.000 Stimmen. Zu Hause todmüde, eine Stunde Schlaf. Am Abend rede ich 7-mal. Ich glaube, damit halte ich den Rekord. Aber meine Nerven sind auch dahin. Voll innerer Unruhe. Als wenn noch was passieren müsste. Unsere Wahlpropaganda ist vorbildlich. 15. September 1930. Ich zittere vor Erregung. Die ersten Wahlresultate. Fantastisch. Jubel um Jubel. Ein unglaublicher Aufstieg. Eine hinreißende Kampfstimmung. Die bürgerlichen Parteien sind zerschmettert. Wir haben jetzt 103 Mandate. Also eine Verzehnfachung. Das hätte ich nicht erwartet. Eine Begeisterung wie 1914. In den kommenden Monaten wird es heiß hergehen. Die Kommune hat auch gewonnen. Wir aber sind die zweitstärkste Partei. Jetzt weiter so. Nicht müde werden, nicht alarmen. Brüning steigt aus dem Auto. Der nächstfolgende Geheimrat Rudenberg, der Führer der Deutschen National. Goebbels, der Führer der Nationalsozialisten. Herr Dr. Goebbel, ein paar Worte zum Mikrofon, bitte. Wie beurteilen Sie die Lage? Ja, wo will ich denn reinreden? Hier, bitte. Herr Doktor, ich halte diesen Reis dafür vollkommen überfällig und bin der Überzeugung, dass er aufgelöst werden muss, weil er nicht mehr dem Willen des Volkes entspricht. Ja, schön, Doktor. 15. Februar 1931. Abends kommt Magda Quandt und bleibt sehr lange. Und blüht auf in einer berückenden blonden Süßigkeit. Wie bist du meine Königin? Eine schöne, schöne Frau, die ich wohl sehr lieben werde. Heute gehe ich fast wie im Traum, so voll von gesättigtem Glück. Es ist doch herrlich, eine schöne Frau zu lieben und von ihr geliebt zu sein. 21. Februar 1931. Göring ist Morphinist. Chef will ihn zur Rede stellen. Er macht die tollsten und ausgefallensten Sachen, fühlt sich abwechselnd als Reichskanzler und Wehrminister, kurzum typischer Größenwahn. Er muss in die Radikalkur. Heute macht er nur eine lächerliche Figur. 28. April 1931. Die Partei muss preußischer, aktiver und sozialistischer werden. Hitler versteht mich. Hat aber immer taktische Bedenken. Immerhin bringe ich ihn dazu, dass er mehr nach Berlin kommen und der Frage des Sozialismus erhöhte Aufmerksamkeit widmen will.
Er ist mir gegenüber von jedem Misstrauen frei und verurteilt aufs Schärfste die Treibereien in der Partei gegen mich. Berlin gehört Ihnen und so soll es bleiben. Nur so kann ich arbeiten. September 1931. Magda beflügelt meine Kraft und Fantasie. Ich bin darüber, dass ich sie besitze und sie nun mein eigen ist, sehr glücklich. Ich weiß doch jetzt einen Menschen, der ganz zu mir gehört und hält. Zu ihm gehöre ich auch. Erst kommt die Partei, dann Magda. Die Liebe hemmt mich nicht, sie treibt mich an. 30. Juni 1931. Ich komme einem groß angelegten Komplott auf die Spur. Die SS unterhält hier in Berlin ein Spionagebüro, das mich überwacht. Dieses setzt die irrsinnigsten Gerüchte in die Welt. Ich halte das für Lockspitzelarbeit. Ich werde am Donnerstag in München die sofortige Auflösung der Kloake fordern. Entweder habe ich Hitlers Vertrauen oder nicht. So arbeite ich nicht weiter. Himmler hasst mich. Jetzt werde ich ihn zum Sturz bringen. Dieses hinterlistige Vieh muss verschwinden. Da stimmt auch Göring mit mir überein. 20. Dezember 1931. Endlich ist es soweit. Wir beide antworten mit Ja. Dann unterzeichnen wir. Erst ich, dann Magda, dann Epp, dann Hitler. Und dann ist Magda meine Frau. Ich bin ganz selig. Nun ist das Glück bei uns eingekehrt. SA steht Spalier. Alle Leute rufen uns Glück zu. Maria ist Brautjungfer, Harald mein Adjutant in SA-Uniform. Pfarrer Wenzel spricht, ganz gut. Aber es sind doch alles Pfaffen. Und dann steckt er uns die Ringe auf. Magda ist mein. Draußen rufen die SA-Leute uns Glück zu. Hitler weint vor Freude. Er sagt: Seien Sie glücklich für Ihr ganzes Leben und bleiben Sie mein guter Freund. Das verspreche ich ihm. Und Magda wird mir dabei helfen. Januar 1933. Es ist soweit. Wir sitzen in der Wilhelmstraße. Hitler ist Reichskanzler. Wie im Märchen. Ergebnis: Frick ist Reichs-, Göring preußischer Innenminister. Uns allen stehen die Tränen in den Augen. Wir drücken Hitler die Hand. Er hat's verdient. Großer Jubel. Unten randaliert das Volk. Papen Vizekanzler, Selte Arbeitsminister. Das sind Schönheitsfehler. Müssen ausradiert werden. Die Fackeln kommen, um 7 Uhr beginnt's, endlos, bis nach 12 Uhr. Unendlich. 1 Million Menschen unterwegs. Der Alte nimmt den Vorbeimarsch ab. Im Nebenhaus Hitler. Aufbruch, spontane Explosion des Volkes, unbeschreiblich. Immer neue Massen. Ich spreche im Rundfunk. Über alle deutschen Sender. Wir sind maßlos glücklich.
Am 30. Januar ist die nationale Revolution ausgebrochen. Diese Revolution macht nirgends Halt. Sie hat das politische Leben umgestellt und eine Reform der deutschen Nation an Haupt und Gliedern vorgenommen. Adolf Hitler ist der Träger dieser Bewegung. Die Zeit, die wir durchleben, ist von historischem Rang. Wir durchschreiten in Deutschland eine Umwälzung von unabsehbaren Ausmaßen. Die Revolution hat sich siegreich durchgesetzt. Ihre Ergebnisse werden in Deutschland einen politischen Zustand herbeiführen, in dem das Volk wieder zu Ehre, Arbeit und Brot kommt. 2. bis 10. Februar 1933. Gerüchte, ich Rundfunkkommissar. Ekelhaft. Man hat mich in die Ecke geschoben. Magda sehr unglücklich, weil ich nicht vorankomme. Man übergeht mich mit eisigem Boykott. Ich schaue in den Mond. Das ist so deprimierend. Ich mag gar nicht mehr daran denken. Man patscht mich an die Wand. Hitler hilft mir kaum. Ich habe den Mut verloren. Hitler ruft an, hat schon mit Pressechef Funk gesprochen. Wegen meines Ministeriums. Demütigend. Ganz allein, ernst und gemessen schreitet, freundlich grüßend durch die Massen der Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, der Führer des jungen Deutschland. Vor einem Monat noch sprach er hier im Sportpalast als der Führer einer verlästerten, einer verfehlten und verlachten Opposition. Parteigenossen! Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Beide müssen sich einander ergänzen. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, wenn sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gewählt. 10. Februar 1933. Der Führer hält eine fantastische Rede mit schärfster Kampfansage gegen den Marxismus. Zum Schluss gerät er in ein wunderbares, unwahrscheinliches, rednerisches Pathos hinein und schließt mit dem Wort Amen. Das wirkt so natürlich, dass die Menschen alle auf das Tiefste davon erschüttert und ergriffen sind. Das ist so erfüllt von Kraft und Gläubigkeit, ist so neu und groß und mutig, dass man gar nichts Vorhergegangenes damit vergleichen kann. Februar 1933. Ich sehe die Filmaufnahmen von der Sportpalastrede des Führers. Sie sind sehr gut gelungen. Sie werden uns als Propagandawaffe unentbehrlich sein.
Überall in den Städten, in denen der Führer nicht sprechen kann, muss dieser Film laufen. Er wirkt vor allem durch die Geschlossenheit der Darstellung und die Übereinstimmung in Wort, Mimik und Geste. Jetzt ist es eine wahre Lust, Versammlungen abzuhalten. Man hat wieder ein Thema, man hat Begeisterung, Schwung und Hingabe an die Sache. Man hat ein Publikum, das mitgeht. Man darf reden, wie es einem ums Herz ist und braucht den Gegner nicht zu schonen. Wir treiben für die Wahl eine ganz große Summe auf, die uns mit einem Schlage aller Geldsorgen enthebt. Ich alarmiere gleich den ganzen Propagandaapparat und eine Stunde später schon knattern die Rotationsmaschinen. Jetzt werden wir auf Höchsttouren aufdrehen. 21. Februar 1933. Unsere Propaganda wird nicht nur von der deutschen, sondern auch von der internationalen Presse als vorbildlich und nie dagewesen anerkannt. Wir haben uns in den vergangenen Wahlkämpfen so umfassende Kenntnisse auf diesem Gebiet angeeignet, dass wir schon vermöge unserer besseren Routine unschwer über alle Gegner triumphieren können. Die sind ohnehin so verschüchtert, dass sie kaum laut geben. Jetzt zeigen wir ihnen, was man mit dem Staatsapparat machen kann, wenn man ihn zu gebrauchen versteht. März 8, 1933. Mein Ministerium habe ich nun im Rohbau fertiggestellt. Es wird in 5 große Abteilungen aufgerissen, die das Gebiet des Rundfunks, der Presse, des Films, der Propaganda und des Theaters umfassen. Das sind alles die Gebiete, die mir persönlich sehr nahe liegen und denen ich mich deshalb schon mit ganzem Eifer und mit ganzer innerer Hingabefreudigkeit widmen werde. Unter den Linden marschiert die Hitlerjugend. Man kann stundenlang zuschauen und wird nicht müde vor Freude. Die deutsche Revolution geht unentwegt weiter und macht nirgendwo Halt. Auf allen öffentlichen Gebäuden wehen schon die Hakenkreuzfahnen. Hier und da leistet eine Beamtenseele Widerstand. Aber ein gelinder Druck genügt, um sie in die Knie zu zwingen. Die nationale Revolution, in deren Verlauf wir heute stehen. 15. März 1933. Ich spreche zum ersten Mal vor der Pressekonferenz. Entwickle die Richtlinien einer neuen, modernen Zeitungspolitik. Auch hier muss gründlich aufgeräumt werden. Viele von denen, die hier sitzen, um öffentliche Meinung zu machen, sind dazu gänzlich ungeeignet. Ich werde sie sehr bald ausmerzen. Einige Schwierigkeiten bereitet noch die Abgrenzung meines neuen Ressorts den anderen schon bestehenden Ministerien gegenüber. Aber wir Nazis werden immer sehr schnell einig, da wir an solche Fragen mit gesundem Menschenverstand herangehen. März 17, 1933. Die Potsdamer Feier soll zum ersten Mal im Stil nationalsozialistischer Formgebung abgehalten werden. Der Rundfunk wird für ganz Deutschland eingeschaltet. Die Nation muss an diesem Tag teilnehmen. Ich arbeite das Projekt bis tief in die Nacht hinein in allen Einzelheiten durch und tue alles, um diesen feierlichen Staatsakt unverlöschlich in das Gedächtnis der lebenden Generation einzuprägen. März 22, 1933. Der Weg des Kabinetts und der Abgeordneten von der Nikolai zur Garnisonskirche ist fast nicht durchzuhalten. Wir werden von den Menschenmassen nahezu erdrückt. Hindenburg betritt mit dem Führer zusammen die Garnisonskirche. Ein feierliches Schweigen legt sich über alle Anwesenden. Knapp und ernst verließ der Reichspräsident seine Botschaft an die Abgeordneten des Reichstags und an das deutsche Volk. Auf das alte Preußen! März 1933. Ich diktiere einen scharfen Aufsatz gegen die Gräuelhetze der Juden. Schon seine Ankündigung lässt die ganze Mischpoke zusammenknicken. Man muss solche Methoden anwenden. Großmut imponiert den Juden nicht. Man muss ihnen zeigen, dass man zu allem entschlossen ist. Ich gebe meinen Aufruf gleich mit Fernschreiber nach München weiter, damit er dem Führer übermittelt wird. Er wird entscheiden, wann die Aktion in Bewegung gesetzt werden soll. 31. März 1933. Viele lassen die Köpfe hängen und sehen Gespenster. Sie meinen, der Boykott würde zum Krieg führen.
Wenn wir uns wehren, können wir nur Achtung gewinnen. Geht die Hetze im Ausland zu Ende, dann wird er abgestoppt. Im anderen Falle beginnt dann der Kampf bis aufs Messer. April 25, 1933. Meine Fahrt in die Heimatstadt Reit gleicht einem einzigen Triumphzug. Ich nehme den großen Empfang in meiner Heimatstadt auf mich, meiner Mutter zu ehren. Sie ist jahrelang in dieser kleinen Stadt verleumdet, umklatscht, missachtet und verfolgt worden und hat darunter unendlich zu leiden gehabt. Man weiß ja, wie das in diesen kleinbürgerlichen Kreisen vor sich geht. Eine jahrelange Qual und Gewissenspein soll nun nach meinem Willen mit einem großen Triumph ausbezahlt werden. Deshalb bin ich nach Reit gekommen, um ihr an diesem Tag zu zeigen, dass alles, was sie in den unzähligen Tagen meinet und unserer Sache wegen zu erleiden hatte, nicht umsonst gewesen ist. Ich bin auf das Äußerste gerührt und beglückt durch den wunderbaren herzlichen Empfang, den mir das ganze Rheinland, den mir meine Vaterstadt und den mir in dieser Stunde der Rheinisch-Westfälische Rundfunk bereitet. Im rheinischen Volk habe ich meine Wurzeln. Sein Witz, sein Temperament, seine leichte Beweglichkeit sind die Leitsterne meines Lebens gewesen. In Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Das Scheiterhaufen auf dem Opernplatz in Berlin. 11. Mai 1933. Zu Hause lange noch Arbeit, dann am späten Abend Rede Opernplatz, vor dem Scheiterhaufen der von Studenten entbrannten Schmutz- und Schundbücher. Ich bin in bester Form. Riesenauflauf. Herrlicher Sommer beginnt heute draußen. Der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen. August 1933. Funkausstellung eröffnet. Großer, würdiger Akt. Meine Rede wirkt sehr gut. Es ist nicht wahr, dass der Rundfunk ein Eigenleben neben der Zeit führen könnte. Er hat mehr als jede andere Form unseres öffentlichen Daseins die Pflicht, der Zeit, ihren Forderungen und Bedürfnissen Rechnung zu tragen und Ausdruck zu geben. Ausstellung besichtigt. Sie ist sehr gut geworden. Das Fernsehen nur noch eine Frage von Monaten. Ich spreche telefonisch mit Siam und dem Kapitän der Bremen auf hoher See. Gute Verständigung. Man ist erschüttert über die Entwicklung der Technik. Die Stärke eines guten Rundfunkprogramms liegt in der richtigen Dosierung zwischen Unterhaltung, Freude, Belehrung, Erziehung und Politik. Experimente gehören ins Laboratorium und nicht vor die Millionenschar der Rundfunkhörer. Also Sie schneiden das Bobrennen. Gut. Und Sie das Skispringen. Jawohl.
Mein Führer, die Belegschaft der Siemenswerke und mit ihr das ganze schaffende deutsche Volk gelobt Ihnen, in unerschütterlicher Treue in diesem Kampfe hinter Ihnen zu stehen. Und komme, was kommen mag, die deutsche Ehre, die deutsche gleiche Berechtigung und den Frieden Europas zu verteidigen. Der Führer hat das Wort. Nicht die intellektuellen Schichten haben mir den Mut gegeben, dieses gigantische Werk zu beginnen. Sondern das kann ich sagen, den Mut habe ich nur gefasst, weil ich zwei Schichten kannte, den Bauer und den deutschen Arbeiter. Vielleicht wird manch unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Sie sind Sir John Simon, Monsieur Dollfuss, le docteur Goebbels arrivent à la séance. Now, the Bureau had hardly adjourned its meeting on Saturday. 25. September 1933. Mit Neurath zum Völkerbund. Deprimierend. Eine Totenversammlung. Parlamentarismus der Nationen. Nur interessant, die Menschen zu sehen. Sir John Simon, englischer Außenminister, hoch und imposant. Paul Boncour, übler Poseur, Franzose und Literat, kein Kerl. Dollfuss, ein Zwerg, ein Geck, ein Schlawiner, sonst nichts Rares. Ich werde beäugt und begutachtet, wie haushoch wir Deutschen doch überlegen sind. Das Ganze ohne Würde und ohne Stil. Hier hat Stresemann hingepasst und sich wohlgefühlt. Für uns ist das nichts. Die Presse ist scharf auf mich. Sie will etwas wissen. Ich bin der festen Überzeugung, der Frieden in Europa muss erhalten bleiben. Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, käme ein Krieg, er wäre das größte Unglück für die Welt. What does the new Germany think of economic developments in the States? Wir betrachten die wirtschaftliche Entwicklung in Amerika mit dem allergrößten positiven Interesse. Dr. Goebbels says that here we are in fact concerned with the greatest economic problem, economic and social problem, which the world has ever had to solve, namely to reinstate in the process of production the millions of people who have lost their jobs in factories and shops and offices. Juli 1935. Mittwoch, allerhand Kleinarbeit in Heiligendamm. Richard Strauss schreibt einen besonders gemeinen Brief an den Juden Stefan Zweig. Gestapo fängt ihn auf. Der Brief ist dreist und dazu saudumm. Jetzt muss Strauss auch weg. Stiller Abschied. Diese Künstler sind doch politisch alle charakterlos. Von Goethe bis Strauss. Weg damit. Strauss mimt den Musikkammerpräsidenten. Dann schreibt er an einen Juden. Pfui, Teufel. 15. Juli 1935. Samstag, gefaulenzt. Palaver mit dem Führer. Er ist stark mit außenpolitischen Problemen befasst. Aber auch die Innenpolitik hat ihn wieder fest. Wut auf Frick und seine Bürokraten. Er wird wohl bald dran glauben müssen. Das ist gut so. Mittags zusammen gegessen, dann Sonne, Ausspannung, Spaziergang mit dem Führer. Die Leute sind rührend, die Frauen weinen vor Freude, ich kann mich der Tränen kaum erwehren. Intermezzo Führer mit Helga, sie ist süß. Sonntag beim Führer zum Frühstück.
Er ist ganz glücklich über diese zwei schönen Tage. Plan, großes Arbeiterbad auf einer Nordseeinsel. 10.000 Betten, 15 Millionen. Das werden wir schaffen. Wir sind beide gleich ganz Feuer und Fett. Dann reist Führer ab. Ich bleibe ganz traurig zurück. Ich verdrücke mich in meinen Strandkorb. Bis abends. Halsschmerzen. Was wäre diese Bewegung ohne die Propaganda geworden? Und wohin geriete unser Staat, wenn nicht eine wirklich schöpferische Propaganda ihm heute noch das geistige Gesicht gäbe? März 1936. Früh an die Arbeit. Aufruf an das Volk. Presse aufgemöbelt. Aber sie ist ja zu bedauern. Der Prügelknabe aller Instanzen. Viel zu tun. Der Wahlkampf nimmt mich fast ganz in Anspruch. Mit Magda heraus nach Wannsee. Sommerhaus angeschaut. Das wäre schon schön, wenn wir das mieten oder erwerben könnten. Auf Schwanenwerder, herrlich am See gelegen. Mal sehen. So, nun schlaft schön. Wie gratulieren wir, lieber Papa. So, das freut einen, dass so viele mit dem goldenen Parteiabzeichen dabei sind. Sind Sie Landarbeiter, ja? Wie viele Kinder haben Sie? Zwölf. Da muss ich mich ja genieren. Ja, wie viele Kinder haben Sie? Drei. Also hier, das ist das Beispiel. Da hinten sind einer, der hat 32. Ja, ja, aber nicht mal einer. Wow. Was? Wie viele haben Sie? Drei. Drei, das ist ja gar aber nicht. Ich bin ja noch. 19. Mai 1936. Heraus nach Schwanenwerder. Herrlicher Sonnenschein. Magda ist lieb und gut. Lange Bootsfahrt. Mein Mitarbeiter Hegert hat Sorgen, das Militär würde uns im Kriegsfall schlucken. Ein General als Propagandachef. Eine groteske Vorstellung. Da werde ich schon Front machen. Propaganda macht der, der was davon versteht. 20. Juni 1936. Frau Schmeling ist da. Wir warten auf Maxens Boxkampf mit Jean-Louis. Wir sind den ganzen Abend in Spannung. Die kleine Annie Ondra ist ganz aufgelöst. Wir erzählen, lachen und heitern Annie auf. Sie ist entzückend. Und die Massen im Stadion stehen auf den Stühlen und sehen den Endspurt von Max Schmeling. Max, weiter, weiter, kein Pardon. Weiter! In der 12. Runde schlägt Schmeling den Neger K.O. Wunderbar, ein dramatischer, erregender Kampf. Schmeling hat für Deutschland gefochten und gesiegt. Der Weiße über den Schwarzen. Und der Weiße war ein Deutscher. In der ganzen Familie ein Freudentaumel. Nachts um 5 Uhr erst komme ich ins Bett. November 1936. Fräulein Riefenstahl macht mir ihre Hysterien vor. Mit diesen wilden Frauen ist nicht zu arbeiten. Nun will sie für ihren Film eine 500.000 mehr und 2 daraus machen. Dabei stinkt es in ihrem Laden wie nie. Ich bin kühl bis ans Herz hinan. Sie weint. Das ist die letzte Waffe der Frauen. Aber bei mir wirkt das nicht mehr. Sie soll arbeiten und Ordnung halten. Der Deutsche Filmpreis 1937-38 wurde Frau Leni Riefenstahl für ihr Filmwerk Olympia, Fest der Völker, Fest der Schönheit, zuerkannt. Mit einem Fleiß ohnegleichen, mit vorbildlicher Genauigkeit, mit größtem technischem und künstlerischem Können
wurde hier eine Leistung vollbracht, die nicht nur bei uns, sondern auch in der Presse des Auslandes die größte Bewunderung fand. Ich fahre zum Bogensee heraus. Hier ist es ruhig und friedlich. Hier kann man ohne Hast und Übereilung arbeiten und nachdenken. Herrliches Herbstwetter. Den Spätnachmittag gelesen. Emil Ludwig, Mord in Davos. Ein gemeines, echt jüdisches Machwerk. Da kann man Antisemit werden, wenn man es nicht schon wäre. Diese Judenpest muss ausradiert werden, ganz und gar. Davon darf nichts übrig bleiben. Sonst Palaver, Lektüre, Schreiben. Zeitig ins Bett. Es schläft sich so herrlich hier draußen im Walde. 12. Dezember 1936. Die Chefredakteure der Stenker-Zeitungen zurechtgestutzt. Ihnen richtig ins Gewissen geredet. Mit einer Unzahl von Beispielen ihre Verantwortungslosigkeit gebrandmarkt. Und nun ist Schluss damit. Ich gehe jetzt mit scharfen Strafen vor. Ich will Ordnung und Einfügung. Außenseiter dulde ich nicht mehr. Es ist mir auch egal, wer dahinter steht. Dritter Dezember 1937. Spätnachmittag seine Stippvisite in Schwanenwerder. Magda ist etwas krank. Sie ist so gütig und geduldig. Die Kinder von einer unbeschreiblichen Süße. Ich liebe sie alle sehr. Wir palavern, spielen, machen Quatsch und es ist ganz lustig. Abends in Berlin Filme geprüft. Jungfernschaft, ein Prager Film mit Lida Barova. Wunderbar gespielt, herrlich in der Regie, aber das Milieu etwas schmierig und unsauber. Typisch tschechisch. Ich habe keinen Spaß daran. Aber gekonnt ist das alles doch.